Oskar Schindler versucht, seine Arbeiter vor den täglichen Gewalttaten der SS zu schützen. Ich habe auf ein zusätzliches Gelände, die an meiner Werksanlage anschlossen, ein jüdisches Lager errichtet, wo ich neben den Unterkünften ca. 30 Baracken auch Waschräume, sanitäre Räume, Zahnärzte, Lebensmittel, Wäschereien, all diese Dinge, Handwerker, Schuster, Schneider und so weiter, unterbrachte und für die medizinische Betreuung natürlich.